Moin und herzlich willkommen auf Miniatur Autohandel, meinen Kanal hier. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, schaut es erstmal und lasst ein Like, Kommi etc. alles da. Es kommen definitiv immer mal wieder schöne Videos, die interessant sein können. Demnächst auch mit einer GoPro. Dann ist der Ton besser, ne? Vielleicht auch sogar das Bild. Wer weiß, wer weiß. Ja? Wir sind da ein bisschen flexibel, aber im Moment müssen wir uns damit noch begnügen. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Nur noch ein kleiner Hinweis. Meine Fahrzeuge, also die ich hier präsentiere, findet ihr auf eBay unter Ford USA Probe und Miniatur Autohandel 123. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Stöbert einfach mal durch und ich denke, der ein oder andere von uns wird da mit Sicherheit fündig. Und ich würde sagen, jetzt kann es losgehen. Ja, wir fangen mal hinten an. Flash. Aha, das Auto von Flash soll das sein, vermute ich mal. Kunststoff, also alles hier, was ihr seht, ist aus Kunststoff gehalten. Ich glaube sogar der Unterboden, auch wenn er so ein bisschen metallisch aussieht, weil dafür hat der Wagen einfach doch zu wenig Gewicht. Da können wir mal gucken. Ja, Kunststoff. So. Und ganz genau genommen nennt sich das Auto Synchro. Ja, das wäre dann. Und ja, nicht lange schnacken hier. Ich halte mich jetzt, glaube ich, zu lange mit dem Auto auf. Wir machen einfach mal weiter mit einem Trackstars Time Tracker. Na. Wenn das mal nicht was für die Rennstrecke ist, hier von Hot Wheels, um mal Zeiten zu messen, ob der wirklich so gut ist, wie er vorgibt zu sein. Wer weiß. Schön so ein Metallunterboden, Rest Kunststoff. Könnte eine gute Mischung sein. Ja, so ein. Keine Ahnung, kann ich jetzt hier nicht entziffern, Leute. Aber auf jeden Fall ist man vom Unterboden her ziemlich transparent, so ein bisschen. Und von oben sieht er so aus. Ja, und würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch. Hat auch so ein bisschen was hier so in dem Bereich vom Damenschuh. Ja, diese Absatzschuhe. Und so kleine Drachenflügel oder was hier an der Seite. Ja, ist auf jeden Fall witzig gemacht. Sidepipes dabei und naja, alles dabei. Und dann haben wir hier noch ein Formel 1 Fahrzeug von Hot Wheels. Oh, aus dem Jahr 2000 sogar. Na, ein paar habe ich davon ja schon gezeigt. Und hier haben wir den nächsten. Der Fahrer ist natürlich dabei. Und an der Seite ist Compaq-Werbung aufgedruckt. Oder besser gesagt, per Aufkleber. Ja, die sind schon ein bisschen schlechter zu sehen mittlerweile. Aber wir hatten schon schlechtere dabei. Ne? Das ist momentan der Stand. Und auch von der Achse her steht ja auch noch recht gut da. Das geht. Schön, wenn man immer verkehrt rumhält. Chevy Tahoe haben wir jetzt hier. Hätte auch glatt ein Ford sein können, wie ich finde. Aber es ist ein Chevy. Ja, HW Gas Co. Ja, er steht auch gut da. Kunststoffkarosse.
und Metall unter Boden, damit auch alles zusammenhält hier irgendwie. Schon merkwürdig. Vielleicht nicht immer die beste Lösung, Kunststoff zu nehmen. Aber hier haben wir noch so einen Kandidaten. Einen von den ganz frühen sogar. Wie das aussieht. Kann nur das Jahr nicht erkennen. 1990. Ja. So sieht er aus. Hat wieder so ein bisschen was von Ferrari oder so, ne? Wenn man jetzt so vorne schaut. Hinten das Heck ist wieder irgendwas anderes. Irgendwie Fantasy zusammengepuzzelt, keine Ahnung was. Auf jeden Fall die guten alten Felgen noch drauf. Na. Und das ist auch vom Unterboden her. Ja, also da muss ich echt sagen, gut, die Achsen sind eben nun mal ein bisschen rostig. Aber meine Güte, nichts, was jetzt hier dramatisch ist. Ne? Er ist jetzt ein bisschen durchgerostet, hätte ich schon eher was gesagt, aber angerostet, also Flugrost. Und wir bleiben am besten auch gleich in den 90er oder 80er und machen mit dem hier gleich weiter. Mit dem Dodge Ram Truck. Mehr kann ich hier auch wirklich nicht erkennen. Trademark, DCC, whatever you want. Wo bitte geht's zur Wand? Jo, Longbed. Und die schönen Felgen. Da hat man sich noch Mühe gegeben und nicht einfach nur abgeliefert und raus damit und Hauptsache Profit. Na? Ich meine, will nicht sagen, dass alle Felgen mies sind, ja, im Design. Aber ich fand die früher tatsächlich besser. Gut, heute gibt man sich so zum Teil wieder Mühe, aber nicht individuell genug. Na? Das ist schade. Das sollte vielleicht mal wieder so gemacht werden. Ein Valley Formel 1 Racing oder Formel 3, keine Ahnung, Fahrzeug hier. Von den Rädern hätte das auch glatt ja, Majorett sein können. Ja, und die Achsen, wie ihr seht, sind auch ein bisschen krumm. Und ja, krumm ist halt Trend, ne? Ein Fahrer ist hier nicht drinne. Ne, der hat schon Feierabend gemacht. Ja. Aber er rollt. Dann kommen wir nach hinten durch. Von Hot Wheels. Wie immer verkehrt rum. Ich halte immer verkehrt rum. Ist komisch. Aber steht sowieso nichts drauf. Auch wieder eines hier von den Trackstars. Zwei verschiedene Felgen drauf. Na, auch schön flach gehalten. Kunststoffunterboden. Diesmal quasi andersrum, Metallkarosse. Und ja, das war's dann auch schon. Also viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Na, den Zustand könnt ihr ja sehen. Auch so gut wie unbespielt. Hehe. Ich glaube, wir verreisen noch mal. Und zwar ja, in die 90er müssen wir wohl. Ein Toyota MR2. Ich hole mal näher ran. Ohne T-Top. Na? Wir wissen ja, wer einen rumstehen hat im Moment mit T-Tops. Ja. Also es ist ein schönes Auto. Fast wäre mir entglitten. Jo,
wird auch langsam ruhiger. Ich weiß nicht. Also ich drehe ja quasi an einem Tag zum Teil drei Videos oder mehr. Ja. Und natürlich, das geht irgendwo, also es bleibt auch nicht ohne. Ne? Das geht auch nicht so an mir vorbei. Es ist anstrengend. Gerade wenn du vorher noch Bilder gemacht hast und also wirklich von den ganzen Autos Bilder, ja. Und dabei müsst ihr dann noch schnell sein, ne? Und ja, das muss alles gut sitzen und hast du nicht gesehen. Das ist mit Arbeit verbunden, sagen wir es mal so. Man hat viel zu tun und ne, muss es dann noch hochladen, alles. Das dauert auch, kostet auch alles Zeit. Jo. Zumindest die, die selber einen YouTube-Kanal betreiben, können es nachvollziehen, denke ich mal. Ford Lightning. Etwas geschrumpft das Ding, aber jo, kann passieren beim Waschen, ne? Also, was sagt uns das? Nie in die Waschstraße fahren, fahrt immer in die Waschbox. Kleiner Scherz am Rande. Ne? Chrom ist natürlich klar angegriffen über die Zeit. Und ansonsten Achsen, ja, minimal krumm. Die Reifen sehen noch sehr gut aus. Lack hat natürlich auch gelitten über die Zeit. Ja, frag mich nicht, wie alt das Ding ist hier, aber hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel hier. 2002 oder was? Das ist schon beachtlich, ne? Ja. Machen wir mal weiter mit einem Mercedes SK. Vielleicht die Älteren unter euch und die LKW-Fans, die werden sich da eventuell noch dran erinnern. Mit schöner Kippmulde. Na, hinten fehlt bloß die Klappe. Ja. Na. Ansonsten die Funktion ist gegeben. Und ja, der steht tatsächlich noch gut da sonst für sein Alter. Also da kann man jetzt echt nichts sagen. Ich kann ja gleich mal gucken, ob der irgendwelche Nummern drauf hat. Tatsächlich, der ein paar mehr. 0813, 0814, 086, nee, 28. Also 0828 ist die letzte Nummer. So. Aber ein schönes Ding. Schön im Blau. So kenne ich den auch. Jo. Nostalgie pur. Backdraft. Hatten wir da nicht schon mal einen von? Von den Backdrafts? Nur ein bisschen anders, ne? Oder? Doch, von vorne habe ich, glaube ich, gesagt, sah der aus wie ein Chrysler so ein bisschen, ne? So Sebring-mäßig oder sowas. Oder Stratos. Und an und für sich sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Ne? Nur eben, wie leider so oft, die Achsen, das will ich nicht verheimlichen. Ne? Ich meine, spätestens in der Artikelbeschreibung sollte es dann auftauchen. Oder eben kurz nachfragen, lohnt sich immer. Ne? Lieber vorher die Ungereimtheiten klären und dann kommen wir auch klar damit. Ne? Jo, was wir lange nicht mehr hatten, BMW Z3 von Maisto. Gab ja auch, glaube ich, von McToy. Ja. So sieht er aus. Na. Sieht tatsächlich ziemlich gut aus für sein Alter. Er müsste ja auch schon einiges auf dem Buckel haben hier. Den nächsten. Das ist ein Unbekannter. Aber er gibt uns freien Blick auf den Motorraum und so. Also wirklich durchgängig. Das zeige ich gleich mal, das Blaue. Und wenn ihr den von oben seht, der sieht richtig cool aus. Und ja, Weihnachten naht, ne? Ist ja nun auch nicht mehr so lange hin. Da. Na? Das sieht doch richtig geil aus. Und wie das Chrom hier auch so richtig geil durchkommt, ne?
Ja, der Unterboden, ne? Die Achsen soweit, also die Räder fast so gut wie unbenutzt. Der kam wohl nicht so gut an beim Kind. Als nächstes hätten wir dann einen Lamborghini Sesto Elemento. In, ja, matt Gold würde ich bald sagen. Und ja, kann sich sehen lassen. Also selbst die Achsen, was ich jetzt hier gerade so sehe, das sieht sogar noch sehr gut aus. Ne? Also mit dem wurde auch wenig gespielt. Ne? Ja. Corgi with Wheels. Studebaker Wagon. Ohne Innenraum, ohne Scheibe. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein muss. Das muss ich im Nachgang tatsächlich nochmal recherchieren. Aber so sieht er tatsächlich aus. Na? Ich meine, wie kriegt man sonst den Unterboden und also den Innenraum hier raus? Bisschen schwierig, glaube ich. Na? Von unten sieht er natürlich auch entsprechend aus. Ich hätte jetzt erst gedacht, als ich noch nicht drunter geschaut hatte, wäre von Matchbox irgendwie so ein Superfast-Ding. Gab es ja auch von Matchbox. Und nee, ist er aber nicht. Ja, der Unterboden hat natürlich da ein bisschen gelitten. Ja, ich brauche wieder Autos. Ich muss hier Content füllen, ja. Ihr kennt das. Als kleines Nebenhighlight habe ich hier noch so ein. Ja, von keine Ahnung. Da müsste ich dann tatsächlich mal mit der Lupe ran, Hot Wheels. Und zwar so ein Go-Kart mit Fahrer. Eigentlich ganz witzig. Wäre vielleicht sogar was für Go-Kart-Fahrer. Ne? Wie sich das zum Beispiel aufs Armaturenbrett hauen oder da in den Club oder so. Ne? Da wäre der richtig gut geeignet für, ja. Ne? Also finde ich persönlich jetzt. Und so sieht das Ganze nämlich aus. Ne? Ja. Das schon mal dazu. Ich kriege gerade die neuen Autos. Von Disney, Cars, Mattel, Pixar und habt ihr nicht gesehen. Habe hier so einen kleinen, ja, grün. Ne, so Marke Columbo, ja. Erinnert schon ein bisschen daran, der Wagen. Und nur halt mit Gesicht. Eigentlich ganz niedlich gemacht. Nur löst sich eben, wie gesagt, hier die Farbe, bedingt durchs Spielen. Schön aus Metall gehalten, das Fahrzeug. Und auch der Unterboden top, was man echt nicht anders sagen kann. Und wir haben hier eine schöne Abgasanlage. Die Räder sehen sogar sehr gut aus. Was will man mehr? Außer eine Federung. Die fehlt natürlich noch. Dann hätten wir ihn komplett. Ja, das ist meine persönliche Happy Buddha Tasse. Jetzt wird es richtig transparent. Ich bin der Meinung, wir hatten den schon mal, aber gut. Vorne wie hinten gleich, kann man so sagen. Und ja, ne, orange, transparent, Clear Speeder, genau, den hatten wir glaube ich schon mal. Ne? Und von daher brauche ich da nicht groß weiter drauf eingehen. Das ist ja im Grunde ja der gleiche Bums. Also den nächsten, ein VW Beetle von Hot Wheels, Volkswagen New Beetle Cup. Schön mit Heckspoiler. Lack hat gelitten. Der Rest nicht so. Überrollbügel ist auch drin. Wenn man das so ein bisschen erkennen kann. Also wirklich so ein schöner Käfig da drin. Na, wie sich das gehört. Das ist auch von oben. Kann er hier nochmal ein bisschen zur Seite gehen.
damit ihr das noch genauer seht. So, und das ist er von unten. Ja, ich würde sagen, die Autos ziehe ich jetzt hier so durch und dann haben wir heute mal ein besonders langes Video gemacht. Und ja, dann schauen wir mal. Oder ich mache noch eben 2-3 Autos und mache dann ein neues Video. Ha? Ist, glaube ich, besser, weil sonst wird es für alle zu anstrengend. Gut, dann fangen wir mal an. HW Pursuit in Weiß und Lila gehalten. Hier steht sogar an den Seiten drauf, was es für einer ist. Ein schöner kleiner Kombi. Quasi, wenn man so will. Mit irgendwas. Hier hinten, das Weiße, das kann ich nicht identifizieren. Eine ziemlich lange Frontscheibe hier, ne? Und ja, ein blau-türkisen Unterboden, alles aus Kunststoff hier, bis auf das bisschen jetzt hier, das ist, was lila ist, das ist eben Metall. Oh ne, so schlimm will ich jetzt nicht aufhören. Machen wir mit dem hier weiter. Majorette VW Amarok. Motorhaube lässt sich öffnen. Na, ist hier so ein Flughafenfahrzeug mit schönen Blumenbeet oben drauf, sag ich mal. Blumenkasten. Wirklich noch sehr gut erhalten. Na, das Einzige, was hier wirklich gelitten hat, ist der Lack. Die Scheinwerfer sind natürlich beide noch da. Das Streckenfahrzeug steht auch hinten drauf. Follow me. Anhängerkupplung hat er zum Ausfahren. Ah. Ich guck mal, ob ich das irgendwie. Da, habt ihr gesehen? Weg war der Schniepel. Wieder her. Ah, da. Und weg ist er. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, die Funktion. So kann die wenigstens nicht so schnell abbrechen, behaupte ich mal. Ja, dann zeigen wir den mal von unten. Und von oben. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Dann würde ich sagen, Moment. Ach, gefedert ist er auch noch. Das wollen wir natürlich noch mal eben nachzeigen. Ja. Ja, ein bisschen rostige Achsen, aber sonst, meine Güte, er rollt. Ne? Ist aber kein Volvo. So, ja, dann bleibt mir wohl gesonnen und ja, bis zum nächsten Video. Und danke fürs Zuschauen.